Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich mal wieder das Spiel Yokai Tama. Das haben wir gestern schon mal gespielt. Und heute ist es wieder da. Musik. Großbildschirm. Ja, wie gesagt. Gestern habe ich 3 Quests nicht geschafft. Also eigentlich 4 auf 310. Zu kommen habe ich es nicht geschafft. Normal? Ja. Drum ist 206. Ich war schon viel weiter. Ja, da. Was schon sagten. Ja. Gut. Dann fangen wir jetzt sofort an mit den Tagesquests, nicht so wie gestern, als wir erstmal hier die ganzen Punkte gemacht haben. Die Punkte mache ich gleich, wenn wir die Tagesquests gestartet haben. Daily. Offline AB. Draufdrücke. Okay, der erste ist schon mal fertig. Dann starten wir direkt hier mit die 20 Queste. Und während die jetzt laufen, die 20 Queste, weil das hat ja... Gestern dachte ich, wäre fertig gewesen mit den 20 Queste. Aber es hat ja noch eine Ewigkeit gedauert, weil es war ja gerade mal 9 fertig. Dann schauen wir uns mal an. Bei Friends. Was steht hier? Dankeschön. Okay, jetzt habe ich wenigstens 6 Freunde, jetzt kann ich auch... Warum macht er nichts? Geht doch. Steht mir. Okay. Check in, yuppie. Und gestern hatte ich noch das Problem gehabt, dass meine Tasche voll war. Tasche? Da. 11 Plätze habe ich jetzt noch frei. Thank you.
Aber warum kann ich die nicht anlegen? Ich verstehe das nicht. Oh, ich habe ein neues Bild gekriegt. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Punkte abholen, was ich ja gerade schon mal gesagt habe. Und derzeit macht er die Tagesquest hier. Ich hab zwei. Access reform for instant massive CP increase. Enjoy ear drop, increase leveling speed, and 20 more privileges await for you. La 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 la. Mensch, sind das viele. Und, ich muss was schreiben. Oh, bis 12. Fünf Quests habe ich schon fertig.
denn das hier jetzt? Break all. Geht nicht. Da habe ich null. Okay. Was ist hier? Einsammeln. Und jo, 5 Stück. Wieder das Erdbeerfeld. Schauen wir mal, Arena machen wir nachher, das machen wir alles nachher. Nochmal. Ach, da nochmal. Mikro. Danach kommt die. Aber es dauert ja noch ein bisschen, glaube ich. Mount. Oh, mein Limit ist erreicht. Du, 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 du. Warum steht hier immer noch Adam? So, jetzt hätten wir noch das hier. Aber was ich da machen muss, weiß ich nicht. Ach, das war das, wo immer steht zu Ende. Verdammt. So, mach hier weiter. So, ich gehe jetzt wieder auf die Dailies rauf und die Dailies. Wir warten, bis er den fertig macht. Go, go, go. Schön. Quest fertig gemacht. Quest noch abgeben. So, jetzt gehen wir bei Dailies rein. Und wir machen erst einmal. Warte mal, ich hatte auch hier so eine Quest, Mikro-Dungeons.
Ist die Mikro-Dungeon auch wieder da? Da ist sie. Weil man kann nur 2 Stück am Tag machen, steht hier unten. Deswegen werden wir jetzt als erstes die Mikro-Dungeon machen. Die erste Welle geschafft. Wie viele Wellen kommen eigentlich? Wo steht das da? Ich sehe hier nichts. Ach da, 9. Hier. Links an der Ecke. Das ist jetzt die zweite Welle von 9. Und den Geschenk, die Geschenke kriegen wir dann. Und wie voll ist meine Tasche jetzt? Okay, 10 Plätze habe ich noch. Okay, ich glaube die Truhe, die kommen sowieso in einer anderen. In einen anderen Raum rein. Der Diamant, der ist aber glaube ich mit da drinnen dann. Aber man kann die, der wird bestimmt auch gestapelt. Hier sind dann die Diamanten. Ach, die Truhen. Wird auch gesteckt. Gut. Dann kriegt man die auf. Mal schauen, ob wir die aufmachen können. Under Level. Den habe ich aufgekriegt. Gut. Wow. Jetzt habe ich noch weniger Platz. Scheibenkleister. Was ist damit? Mein Level ist zu klein. Mein Level ist zu klein. Scheiße. Welle 8. Und jetzt die letzte Welle, der Boss. Da kämpfe ich meistens mal alleine. Perfekt. Easy peasy. Easy peasy. Dango, dango. Dango, dango. Okay. Dein Start war direkt. Müsst ja nicht auf einer Gruppe warten. Manche Dungeon kann man alleine spielen, manche musst du auf einer Gruppe warten. Aber hier mal das Glück, dass wir alleine spielen können.
Die Dungeon ist auch eine Quest, hatte ich gesehen gehabt. Nicht Quick. Thanks. Dungeon Quest. Die haben wir jetzt gespielt. Und wir spielen jetzt in die Dungeon. Die Gold Dungeon. Ich habe noch 8 Minuten. Ist die dritte Welle. 2 kommen noch. Ach, das schafft man. Los, mach die platt. Zack, 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 zack. Und die letzte. Ah, da ist der Chef drüber gesprungen. Jetzt kommt der Chef. Oh, das hat aber viel Leben. Ich hoffe, das schaffe ich. Ja, doch. Doch, doch, doch. Ich habe ja noch 7 Minuten Zeit und... noch 21 Leben, 19 Leben, 18 Leben, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Du. Oh, scheiße voll. Scheiße, Tasche voll, Tasche voll. Oh, easy peasy. Shit. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Tasche voll. Mach lieber diese Quest hier weiter. Tasche voll. Speichern, 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 speichern. Ach, hier steht mal das Level. Level 270. Level 230, da bin ich ja fast. Fast.
kann ich die Sachen nicht anziehen? Ach, wo sind die Sachen, die ich gestern alle hier reingetan habe? Alle weg? Verrückt. Das kann doch nicht sein. Ich packe Sachen in den Safe rein und die verschwinden alle am nächsten Tag. Oder habe ich die wieder rausgeholt? Ich weiß es nicht. Ah, so ein Mist. Das war von der Raid-Hitze, ja? Die ich nicht eingesammelt habe. Was macht denn der jetzt? Wir haben noch nicht eine Quest fertig. Aber er macht die Dailies. Jetzt. Er hat vorher die hier gemacht. Kriegt man das Boot da weg, weil das bedeutet, er bearbeitet die. Ja. Schon wieder. Ja gut, dann macht ihr hier zwar kaputt die 60. Wir können zum Beispiel noch 5 Geschenke an Freundin geben. Das ist doch was Schönes. Freunde, wo seid ihr? Da seid ihr. Der Freund oder die Freundin ist gerade online. Geschenk. Der Freund. Da er gerade online ist, kriegt er ein High Five. Yeah. Dadurch kriegt man Punkte und dadurch ist auch für die Freundschaft stärker. Keine Ahnung wofür. Dann sie ist zwar nicht online, aber. Können wir einmal die Stangen da schenken. Kriegt auch die Stangen ab. Das war Geschenk 3. Geschenk 4. Offline gegangen. Hier den Tiger da. Geschenk. Hey. Noch ein Geschenk. So, da. Geschenk geben. Zack. Die Daily ist fertig. Ja, genau, da wollte ich auch rein. Ich wollte schauen, wie viele Kämpfe. 18 waren das, ne? Okay, 200. Das ist gut. Die Hauptquest und die Tagesquest. 1. Ah, die machen wir auch noch kaputt. Ich
try. Brauche gar nicht 10. Wenn ich nicht mehr kann, dann habe ich meine 10 Runden geschafft. Oh, schon mal 300.000 seine CP Charakterbauer. Immer noch 300.000. Jetzt muss ich einmal hier drauf drücken. Muss bezahlen, muss bezahlen. Schon. Nice. Und der letzte, 119. Heißt das, weil ich den auf 119 besiege, bin ich dann auf 119? Jetzt können wir nicht mehr kämpfen und wir sind auf Rangliste 119. Yippie. Fertig gemacht. Freunde Geschenk geben und Arena. Arena. Die Quest müssen wir natürlich noch machen. Die Dailies. Was ist das? Aufleveln. Wie soll ich was aufleveln? Die sind alle schon auf Maximallevel. Scheibenkleister. Mach so lange die Daily fertig. Das ist natürlich jetzt doof. Ich möchte Sachen aufleveln. Aber. Weil ich muss Sachen aufleveln. Aber ich kann das nicht aufleveln. Kann man die aufleveln? Nee. Mist. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Das geht schon mal nicht. Sachen aufleveln. Daily Quest. Die müssen wir dann auch noch machen. Aber mach erstmal hier die Daily, die normale Daily weiter. Dungeon. Mikro Dungeon. Da, die haben wir schon einmal gemacht. So, dann nehmen wir die EP Dungeon. Das heißt jetzt wieder leveln, leveln, leveln.
10% mehr Damage. Es kommen 3 Wellen. Ich bin in meinem eigenen Team. Wann kommt denn die nächste Welle? Ich habe nur noch 3 Minuten. Zweite Welle, noch 3 Minuten. Schon 228 im Level. Schaffe ich das noch? Hey. 2 Minuten noch. Hey. Letzte Welle. Oh, ich denke, das schaffe ich nicht. Ich weiß auch noch nicht mal, wie viel ich von denen hier zerstören muss, dass die Welle vorbei ist. Sind aber süße kleine Geister. Die sind so süß. Something to say. Eine Minute. Yippie. Oh, schon 230. Kann ich das eine aufmachen? Stimmt. Von denen noch. This is the battle that put all the fame on the table. Nice, nice, nice. XP. Und das sucht jemand? Oh no. Zum Beispiel mit 3 Leuten.
So eine XP-Runde. Aber wie hoch waren die in Level? Kann man das irgendwo sehen? Ist das Levelbereich? Meine. Die anderen Spieler haben. Keine Ahnung. Egal. Machen wir hier weiter. Level. Das war mühselig hier. Und Level up. So viele Skins gibt es. Gut, dass ich nicht so der Skin-Liebhaber bin. Bei mir kommt es immer nur drauf an auf die Spielmechanik. Und wann kommt die? Zweite Welle. Gestern beim Bearbeiten von dem Film hatte ich gesehen, dass ich die Leute eine Einladung geschrieben, Freundesanfrage geschickt hatte. Hier ist ja immer so ein Kästchen mit Schrift, dass die mir da geschrieben haben. Ich war so noch mit den ganzen Sachen einsammeln und so weiter und so fort, dass ich das gar nicht gemerkt habe, dass die Leute mir immer was geschrieben haben. Naja. Das ist bei mir aber ganz normal, weil wenn ich spiele, ich fixiere mich immer total auf das Spiel dann und
vergesse mit Leuten zu schreiben oder wie mir auch schon ein paar Mal passiert ist, ich habe hier gespielt, aber ich habe den Monitor rechts dunkel laufen, also schwarzes Bild nur gehabt. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Bei welcher Wand? Bei der waren die ganzen Sachen gut. Ich glaube, die Mikro-Dungeon muss ich auch noch fertig machen. Ich schau mal hier kurz. Die beiden sind fertig. Ranking. Die XP-Dungeon ist fertig. Da bin ich bei. Das schaffe ich nicht. Geht nicht mehr. Weil alles schon auf Maximal-Level ist. Außer wenn ich... Genau das wollte ich ausprobieren. Wie sieht das aus, wenn ich an der Tasche was anwähle? Kann ich nicht. Ich muss das anlegen, damit ich es aufrüsten kann. Scheiße. Ach, Mensch. Na, jetzt mal erstmal die Quest. Schauen wir nochmal hier. So, die ist jetzt komplett ausgerüstet. Kann man die vielleicht auch nicht. Als nächstes kommt die dann dran. Wir gehen jetzt in der nächsten Mikro-Quest rein. Schade. So. Ach, schon beim Boss? Nee, noch nicht. Das war Welle 4.
Oder jetzt kommt Welle 4. Okay. Schweine. Die Frau wird von zwei Schweinen bewacht. Und mir natürlich. Warum helfen die Schweine mir nicht dabei? Hm? Warum? Patronsteufel. Level 8. Ding, ding, di-di-di-di. Was ich noch witzig fand, ist von wegen, ich bin ja hier jetzt Level 35, 235. Aber die andere Quest, die Hauptquest, die war letztens bei mir noch für Level 120 gewesen. Na, 120. Voll witzig. Ach, jetzt macht er wieder die normale Quest. Ah. Ach, meine Tasche ist schon nicht mehr voll. What the fuck? Ich hab nichts, was ich zerstören kann. Dann kommt das hier drin. Safe. Tasche wieder. Alles was doppelt ist, muss ich wegpacken. Die ist doppelt. Die ist doppelt. Der ist doppelt. Der ist doppelt. Weiter geht's. Wo war stehen geblieben? Schuhe. Ganz viele Hosen doppelt.
Ab Level 150, aber ich kann sie nicht anziehen. Warum? Ich verstehe das nicht. Wie ich hier gesagt habe, was ich vermute ist, ich muss mit der Hauptquest auch auf Level 150 sein, bevor ich die anziehen kann. Denke ich mir mal so. Sonst wüsste ich nicht, warum das nicht geht. Meine Video. Eine Minute. So, wieder da. Okay. Das abholen. Ich war noch in der Tasche gewesen. Ah, da. So, wegpacken. 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 Das Schwert wegpacken. Zack. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz geschafft. Das müsste doch reichen für heute noch. Macht er die, oder? Macht er die? Hm, ich denke schon. Level up. Dann haben wir hier noch. Also. Sind wir bei? Kann ich nicht machen, weil alles auf maximal Level ist. Und ich habe so viel Münze noch. 11 Millionen Münzen habe ich. Oh, klar, ja. Die noch. Einbauen. Tjo. Das ist doch. Ach, keine Steine mehr. Schade. 1, 2 Steine für mir noch. Quest macht er. Hat er irgendwelche Dinge da kaputt gehauen, die gar nicht dazugehören. Ja, da muss man aufpassen, dass das auch manchmal hier. Dann geht er hin und kämpft und dabei muss er gar nicht dahin, muss woanders hin. Oder hat er gerade woanders gekämpft? Ne, nichts. Komisch, komisch, komisch. Da, jetzt können wir das alles nehmen, endlich. Use. Benutzen. Jawoll. Und wir flashen. Na, die brauchen auch so eine Rolle. Was habe ich jetzt hier?
Geht nicht. Bin ich bei. Danach kommen noch die 10 Queste. Coin Dungeon. Auf normal. Dann starten wir mal. Geld, Geld, Geld. Gleich gibt es ganz viele Coins. Aber das geht schneller wie nur 10 Minuten. Da ist der eine oder die zwei. Die Puppen zerstören und dann das Cascade einsam machst du ja während die Puppen zerstören. Die nächste Puppe und schön, ja. Ich muss einmal rüber rennen, weil es sind noch 3 Stück. Und der letzte ist down. Dann schönen Sprung geklärt. Nice. Easy peasy. Easy peasy. Deswegen geht es auch gleich damit weiter und machen die nächste Coin, weil wir müssen das ja zweimal machen am Tag. Und so lange hat es ja auch nicht gedauert. Da können wir beim Charakter nochmal gucken. Da kam was Neues hinzu. Level 34. Ab Level 50 kriegt die grüne Maske. Das wird aber noch dauern. Aber schon 235 in Level. Das ist doch was. Da ist was. Schön. Hey. Was soll ich hier machen? Ach, da. Ding, ding. Aber 10. Ein Stein. Wie viel habe ich davon? Kein. Kein Schlüssel mehr. Gut, der Stein ist für Mikro. Und Level up. Oh, wir haben die nächste erreicht. Oh, hier geht es auch gleich weiter zur nächsten an. Aber leider keine Sachen. Also noch ein bisschen nackig. Obwohl sie Sachen anhat. So, dann schauen wir mal.
noch 4 Stück, dann sind wir hiermit auch fertig. 3 Stück. Was habe ich hier noch? Ich bekomme immer mehr diese Münzen. Zum Aufleveln von Sachen. Aber ich kann sie einfach nicht benutzen. Easy peasy. Easy peasy. So, dann schauen wir mal weiter. Die kommt gleich danach dran. Weltboss. Single Enter. Jawohl. Wir jagen sie alleine durch. Was habe ich denn hier noch? Charakter wieder. Das ist die Welle 4. Da hat sich wieder verlaufen, wo ich schon dachte, das wäre der Boss. Wahrscheinlich oben irgendwo hängen geblieben. Und da ist der Boss. Warum heißt es eigentlich der Boss? Das war eigentlich eine Frau. Warum heißt es nicht die Boss? Die Chefin, das kann man sagen. Oder gibt es auch die Bossin? Oh, so viel. Nein, die Tasche wird wieder voll. Und wieder die ganzen Sachen, die ich nicht anziehen kann. Das ist so traurig. This is the battle that put all the fame on the table. Okay. Lely. Eine Dungeon, Single nochmal. Haben wir die Quest auch fertig? Hm.
genau, ich wollte euch noch zeigen. Meine Sachen, die ich anhabe, welches Level die haben. Package. Die sind für Level 100. Für Level 100. Ich bin Level 200. Was war das? 35? Da, 235 bin ich. Ich kann schon die Sachen anziehen. Die sind schon viel besser wie die da hinten. Guck mal, Angriff von 984, Angriff von 2000. Das ist doch eine Schweinerei. Ich kann sie einfach nicht anziehen. Ich weiß nicht warum. Die 6, okay, die beiden kann ich sowieso nicht anziehen. Warum? Wegen Level? Nein. Andere Klasse, gut. Ah, den könnte ich anziehen. 180. Aber nein. Er will die Sache nicht anziehen. Die sagen sogar, hier, guck mal, wir sind besser, wir sind besser. Ich habe eine ganze Tasche voller besseren Sachen. Aber nichts. Equip. Switch not. Der Ring ist ja cool. Der bringt gar nichts. Habe ich keinen stärkeren Ring? Ach je. Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Also ich wäre ja bei der Quest jetzt bei 120, bei meiner Hauptquest. Und ja, dann müsste ich noch ein paar Runden spielen, bis ich 180 erreiche. Das Video wird schon wieder so lang. Ich werde davon wieder... Ich muss leider wieder die schlechtere Qualität nehmen, wie bei den meisten XL-Videos, weil ich das sonst nicht hochgeladen kriege. This is the battle that put all the fames on the table. Nein, den hier, nicht da. Oh. Ja, dann quatscht den erstmal an. Auf diese 2 Minuten höchstens kommt es auch nicht mehr drauf an. Single Ghost King.
Danke, danke. So. Bitte mach jetzt die Quest fertig, ja? Gut, dann schauen wir hier nochmal weiter. So. Oh, gerade abgelaufen. Schade. Zu spät. Ich war so langsam. Vier Minuten zu langsam. Da habe ich ja den Skill. Den kann man auch leveln. Jo. Jetzt heißt es nur schauen, warten, kämpfen. Schauen und warten und kämpfen. Also ich muss 8 solche Viecher kaputt hauen. Hab ich. Und jetzt den King. Lamp King. Lamp King. Ja, die ist fertig. Okay. Da kommt jetzt die letzte. So, wir machen mal ein Single Ghost. Kann ich nicht. Warum nicht? Warum habe ich kein Ticket? Ich hab noch gar nicht gespielt heute. Da habe ich noch keine Sterne. Hier habe ich einen Stern. Warum habe ich bei denen keine Sterne? Dann holen wir uns mal die Sterne. Ach komm, schneller. Totes Zack. Und jetzt müssen wir zum nächsten gehen. Zum nächsten. Dann bin ich bei 165. Okay. Weil das ist jetzt der dritte, gegen den wir kämpfen.
So, probieren wir den auch noch. Nee, geht nicht. Na gut, dann müssen wir jetzt auf Exit gehen. Und wegfliegen. So, dadurch haben wir jetzt... Oh, schön, schön. Dadurch haben wir jetzt auch... den einen geschafft. Der, den hier. Server Ghost King. Aber warum komme ich da nicht rein? VIP4. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ah, die eine Quest ist auch vorbei. Dann machen wir mit dieser Quest weiter. Die waren immer ganz unten irgendwo, ne? Ah, hier, letzte, genau. Okay, komm. Drei Eskorte-Quests. Die Eskorte-Quest ist total sinnlos. Dann nimmt die Frau, die läuft ganz normal hier lang. Also tut mir leid, aber ich finde die... ist eine Quest, aber hier passt hier gar nichts. Die geht gleich durchs erste Portal, dann durchs zweite Portal, dann ist sie da. Jetzt ist hier das Portal, wo normal gekämpft wird, wenn was da ist. Da. Und fertig. Das nächste Eskorte-Quest. Und ich habe hier noch 7 Queste. Ich bin sogar so schnell, die läuft da hinten lang. Das ist bestimmt keine gute Eskorte, oder? Ich fahre schon mal vor. Da ist sie. Da. Ah, jetzt. Guck hier. Hier ist normal immer was zum Kämpfen, aber nichts mehr da. Alles schon down. Und die letzte Eskorte. Der ist schon Level 100. Nice, nice. Okay. Und das Mount? War da jetzt was? Nein. Gut, dann geht's weiter mit Eskorte Quest fertig. Mit dieser letzten Quest. Dann in Dailies gehen, Dungeon. Dailies gehen, das geht irgendwie nicht. Das kann ich nicht machen. Da bin ich bei. Und bei... Ah, Flur.
Flur. Oh, die macht aber ganz schön Schaden. Guckt euch das an. Aber das wird sie nicht schaffen. Aber knapp. Ich glaube, den nächsten werden wir nicht schaffen. Den werde ich, glaube ich, jetzt nicht besiegen können. Obwohl sie 185 ist, ich 237, aber ich habe solche scheiß Klamotten an. Boah. Das war aber richtig knapp. Easy peasy. Ne, das wird nichts. Ich bin auf 4 Leben und ich bin noch ein Schlag, dann bin ich tot. Fail. So, also hier komme ich nicht weiter. Das ist einfach nur Schlagen, dass ich das nächste Level kriege. Wenn das vorbei ist, steht da 240 bis 250. War ja gestern das gleiche mit 210 bis 220. Single geht nicht. Also ist eigentlich nur noch die eine Quest, die hier geht. Also die kann ich noch machen. Da ist schon alles auf voll geskillt. Da komme ich nicht rein, weil ich kein VIP habe. Da muss ich auf 140, da sterbe ich bei 17. Und die Quest, ich weiß nicht, die ist ein bisschen doof, die ist. Wenn du 240 hast, steht da wie gesagt schon 240 bis 250. Naja, egal. Und die habe ich gerade noch gar nicht angeschaut. Ich stehe, wenn es alles erneuert wird. Das ist doch schön, immer mit denen reden, hin und her laufen, immer eine Quest vorbei. Aber geht nicht die ganze Zeit so. Schon wieder, der wollte da kämpfen, aber die muss er gar nicht besiegen. Die Spinnen sind es. Ja. Da muss man, wie gesagt, schon ein bisschen aufpassen. So, ich sag mal, den habe ich auch fertig. Also, den schaffe ich nicht, den schaffe ich nicht, den schaffe ich nicht. Weil ich kein VIP bin, kann ich den noch machen. Den schaffe ich auch nicht, weil ich schon alles aufgerüstet habe. Und nochmal schauen, was muss ich hier machen? XP and other items.
keine Ahnung, was man hier machen muss. Da bin ich auch ein bisschen überfragt. Dann machen wir noch schnell die Quest hier fertig. Das ist halt die letzte, die ich schaffen werde. Nur gestern, da hatte ich noch die Quest nicht fertig gehabt. Die habe ich fertig gemacht. Aber die drei Queste, die fehlte mir gestern noch. Und heute sind es nochmal zwei mehr geworden. Ein bisschen doof. Oh, ich kann hier meine Karten aufleveln. 12, 9, 8. Ne, warte, 8 da. Probieren wir auch auf 12. Ah, geht nicht. Und die? Oh, fehlt auch nicht viel. Alle löschen, die blau oder schlechter sind. Dann kann ich die hier doch nochmal aufleveln. Ja, einmal. Hat gereicht. Gut. Dann soll er jetzt mal hier weiter die letzten. Dinger besiegen. Boah, das Video 1,5 Stunden. So ein Mist. Ich werde da auch diesmal nichts dran schnibbeln, weil ich habe ja eigentlich immer was gemacht. Wo es noch ganz am Anfang war, da habe ich die ganzen Dinge eingesammelt und dann, während ich die Quest gemacht habe, habe ich die anderen Quests auch noch gemacht. Deswegen war ja die ganze Zeit irgendwas am Machen. Also jetzt, was jetzt ein bisschen dauert, ist das hier, aber das sind jetzt auch nur noch 3 Queste. Da könnte ich das hier nochmal machen und das hier nochmal klären. Und wenn das Spiel morgen nochmal kommt, dann werde ich nur die Tagesdailies machen und die roten Punkte einfach rot lassen. Um zu schauen, wie lange ich dann brauche. Weil jetzt sind es 1,5 Stunden, sagen wir mal höchstens 2 Stunden braucht man dafür. Ich werde nachher dann nochmal, wenn ich gleich das Video bearbeite, das Spiel einfach laufen lassen, auf die Hauptquest schauen, ob man dann da später die anderen Sachen anziehen kann. Na, guck mal, ich bin hier schon auf 250. Rüstungsset, das hier, Gearset. Nee, Grabset. Aber ich wäre schon bei 250. Und ich laufe noch mit Sachen rum, die auf Level, was war das, 140? Ah. Schon wieder. Der macht hier, was er gar nicht machen soll.
Ach, die letzten 5. Und dann noch 2 weitere Quests. Also du hast ja Quest Nummer 8, dann noch Quest 9 und dann Quest 10. Und dann haben wir es für heute. Go, 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 go. Das ist Quest 9. Nur eine Abgebequest. Jo. Oh, das ist auch nur eine Redequest. Nein. Nochmal 50 solche Viecher. Nicht bei denen hier, bitte. Warum will der immer da kämpfen? Warum? Da steht da auch Spinnen, er will Spinnen. Space to Spinnen. Ah ja. Ich glaube, irgendeiner hatte mir was geschickt gehabt. Die Dungeon leuchtet hier noch immer mit einem Punkt, das ist aber nur wegen dem Turm hier. Ach, deswegen. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Und hier. Ich habe noch mal Karten gekriegt und ich kann noch mal ein Level machen auf 12. Wer will 12? Fangen wir da an. Danach kommt die auf 12, dann 13, 14, 15. Gebe die Quest ab und dann schauen wir nach. Yippie, wir haben die Quest abgegeben. Daily. So, jetzt noch mal. Da geht nichts. Erst 20 Uhr. Hier haben wir zum Aufrüsten schon alles voll. Also kriegen wir die Quest nicht fertig. Solo King kann ich nicht machen. Ich muss da Prio 4 haben. VIP Prio. VIP 4 haben. Also, weiter geht's. Limit Event, keine Ahnung, was man da machen muss. Hier sind die ganzen Events. Und ich müsste den eigentlich dann kriegen, weil ich habe ja gerade eine Dungeon gespielt. Keine Ahnung, was bei der Quest zu tun ist. Dann gehen wir weiter zur nächsten Quest. Den Tower, den Flur. Ich komme den 17. Turm habe ich kaputt gemacht. Den 18. schaffe ich nicht mehr. Der haut mich down. Danach. Dailies. Die letzte Daily noch. Der die hier. Das wäre einfach in der Wildnis gehen und zu kämpfen. Dann reitet er hier, ich glaube so ein Spinnen, ne? Irgendwo reitet er hin und kämpft jetzt. So lange von 230 bis er 240 ist. Wegen EP ist halt, aber das dauert so ewig lange. Das wäre das dann. Also ein bisschen doof. Also brauche ich die auch nicht mal. Level up, geht auch nichts. Alle Punkte abgearbeitet. Gut, dann geht's jetzt einmal kurz wieder nach Hause hier.
dann klicke ich den erstmal dahin. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. Ah, warte mal. Ich muss noch mein Ticket abholen. Total vergessen. Also Dankeschön. Tschüss, schönes Spiel. Und wir holen uns jetzt unser Ticket ab. Und jetzt würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Auch wenn das Video ein bisschen länger gedauert hat. Was ein bisschen doof ist. Aber viel Spaß beim nächsten Mal. Ciao, ciao.